Herzlich willkommen bei Skipper 360. In dieser Lektion zeigen wir das Cut-Standardmanöver Drehen am Teller, welches für viele Manöver als Grundlage dient. Schauen wir uns die Technik zuerst im Simulator an. Wir wollen mit dem Cut zuerst geradeaus und dann im gekennzeichneten Bereich umdrehen. Dies machen wir mit der Technik Drehen am Teller. Dieses Manöver ist beim Cut sehr wichtig und sollte sehr gut geübt werden. Wir gehen mit beiden Maschinen auf Ruderfahrt und beginnen immer mit der inneren Maschine, also in unserem Fall Backbord, zu bremsen. Sobald wir bemerken, dass der Cut abgestoppt ist, also nur mehr wenig Fahrt durchs Wasser macht, geben wir die äußere Maschine dazu. In etwa gleich stark wie die innere. Wie in der Simulation zu sehen ist, steuern wir die Drehung mit der äußeren Maschine. Also bei zu viel Vorwärtsdrift Gas weg, bei Rückwärtsdrift Gas dazu. Jetzt gehen wir mit der inneren Maschine auf Neutral, warten noch ein wenig und anschließend in Ruderfahrt vorwärts. Die Drehung wird abgebremst. Wechseln wir nun in die Live View. Wir fahren in Ruderfahrt entlang der Boxengasse. Bevor wir das Manöver einleiten, gehen wir mit beiden Maschinen auf Neutral. Jetzt leiten wir die Drehung mit der Innenmaschine, also mit der Backbordmaschine, ein. Sobald der Cut keine Fahrt durchs Wasser mehr macht, nehmen wir die äußere Maschine, gleiche Stärke, in Vorwärtsfahrt dazu. Der Cut beginnt sich auf der Stelle zu drehen. Mit der äußeren Maschine können wir die Drehung steuern. Wollen wir etwas mehr nach vorne, geben wir mehr Gas. Wollen wir etwas zurück, weniger Gas. Wenn wir die Drehung fast abgeschlossen haben, gehen wir mit der Backbordmaschine auf Neutral und anschließend auf Ruderfahrt vorwärts.